Sehr schön, Liebes. Hier auf dem Bild klaut Whoopi gerade einen von meinen Ohrringen. Das kleine Biest. Du solltest mal sehen, was es schon alles gestohlen hat. Du machst Fortschritte. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Arun hatte die beiden belauscht. Arun, was meinen Sie? Die Fotos könnten ihm dabei helfen, Moglis Spur zu finden. Wirklich gute Arbeit. Ich kenne die meisten Fotografen hier in der Gegend. Wer hat die gemacht? Meine Tochter. Ja, die sind wirklich außerordentlich gut. Sie sollte ihr Talent nicht vor uns verstecken. Danke. Und schon hatte Arun einen Plan. Findest du auch, dass ich Talent habe? Ja, ich finde sie toll. Gut, ich habe nämlich eine Idee. Elaine hat mir vor kurzem das hier gezeigt. Eine Ausschreibung für einen Fotowettbewerb. Hier, das Thema ist meine Welt. Und der erste Preis sind $500. Glaubst du, ich habe eine Chance? Bestimmt, ja. Wenn du dich anstrengst, ganz sicher. Meine Welt, das ist perfekt. Wer von den anderen Kindern lebt schon im Dschungel? Ich wette mit dir, dass ich gewinne. Nicht zu voreilig, Nabiri. Deine Bilder sind sehr schön, das stimmt schon. Aber ein Thema verlangt mehr als einfach nur schöne Fotos. Es geht darum, den Kern einer Sache zu erfassen. Du sollst das zeigen, was du wirklich kennst. Ui, hast du gesehen? Der Einsendeschluss ist ja schon übermorgen. Na gut, dann habe ich noch einen Tag und Mowgli kann mir dabei helfen. Ein Tag? Das geht doch gar nicht. Das ist doch viel zu wenig Zeit dafür. Ich habe doch gerade versucht... Schon gut. Alles klar, Dad. Nur Fotos von Dingen, die ich auch kenne. Und ich kenne ganze Menge. Ich schaff das schon. Die Fotos. Sie zeigen alle denselben Ort. Den Hawata-Berg. Den kenne ich. Das weiß ich. Was er über den Affen gesagt hat, das kann uns noch nützen. Ich habe das alles falsch angepackt, Colin. Ich habe eine Idee. Und wenn ich recht habe, werde ich sehr bald wissen, wo wir Mowgli finden. Und dann fange ich mir den Jungen auf meine Weise. Indien ist ein Land voller Geheimnisse und Legenden. Man erzählt von einem Jungen, der spurlos im Dschungel verschwand. Er überlebte, aufgezogen von wilden Tieren. Nicht anfassen. Sehr empfindlich. Und jetzt eine kleine Kostprobe. Ja! Die Fernbedienung ist Standard, aber die Idee mit dem Gas ist von mir. Lähmt die biologischen Funktionen. Dadurch können Sie Ihr Opfer lebendig einsammeln. Allerdings bewusstlos. Und dabei wiegt das ganze Ding fast gar nichts. Sehr eindrucksvoll, Namas. Aber ich wollte von dir ein einfaches Spurensuchgerät. Da hätte ich Verschiedenes anzubieten. Hier in meiner Wunderkiste sind meine kleinen Schätze. Ein Richtsender oder der hier mit digitaler Anzeige? Welcher ist mir egal. Solange man damit einen Affen verfolgen kann, also wie besprochen. Du folgst dem Mädchen zum Hawata-Berg und wenn du den Affen hast, steckst du ihm das Gerät an. Und meldest dich bei mir auf der Stelle. Können Sie mir noch mal erklären, was wir mit dem Affen eigentlich vorhaben? Das geht dich nichts an. Und wenn ich es vielleicht längst schon weiß? Geldgier, das ist Ihr Motiv. Und das ist auch meines. Und wenn ich mich nicht irre, ist dies auch der einzige Grund, warum Sie mir nicht sagen, wieso Sie so scharf auf den Affen sind. Dein Gequatsche geht mir auf die Nerven. Du tust, was ich dir befohlen habe. Oder du arbeitest nicht mehr für mich. Wettbewerb?